Bei Zack verloren hatte das Team Europa nicht nur das selbstfahrende Europacar gewonnen. Der Spender dieses Wunderfahrzeugs, Privatier Prinz Eugen von Luxemburg-Hofmannsthal, hatte sie außerdem nach ausschweifenden Beglückwünschungen in seine Villa eingeladen. Matrosen, da haben wir den ganz großen Fang gelandet. Ja, ich kann es noch nicht richtig glauben. Wir haben doch wirklich das Europacar gewonnen. Und jetzt können wir die wohl größte Villa von Babylon City von innen sehen. Einfach ein Wahnsinn. Ich bin schon gespannt, was der Privatier sonst noch für Schätze hortet. Genau, vielleicht können wir ja noch richtig was absahen. Lass uns die Enterhaken auswerfen, Freunde. Juhu. Jetzt mal ruhig, Matrosen. Wir haben ja schon fette Beute gemacht. Mich interessiert vielmehr, wie der Privatier als Privatperson so ist. Und nebenbei, der Privatier besitzt keine Villa, sondern eine Residenz. Der Unterschied sollte klar sein. Und im Allgemeinen ist es mit 25 Quadratkilometer Fläche nur das viertgrößte Anwesen von Babylon City. Das sollte unsere Vorfreude natürlich nicht im geringsten mindern. Wie auch immer, der Privatier muss ordentlich Zaster haben und vielleicht hat er ja auch eine Modelleisenbahn im Keller. Die müsste dann gigantisch sein. Also wirklich groß. Wir sind da, Matrosen. Du, Jesse, klopf mal kräftig an. Schau, der Türklopfer befindet sich rechts der Rahmenvertiefelung unter dem Barockgiebel. Da seid ihr ja, Team Europa. Bitte kommt doch herein. Ich freue mich, euch in meinen bescheidenen vier Wänden begrüßen zu dürfen. Das Team Europa staunte nicht schlecht, als sie durch die mächtige Tür des Hauses eintraten. Ein pompöses Eingangsportal erstreckte sich vor ihnen. Zwei geschwungene Treppen führten links und rechts auf eine mit Eichenholz getäfelte Galerie. Dicke, kompliziert gewebte Teppiche bedeckten den edlen Marmor am Boden. Die Wände wurden von großformatigen Gemälden mit reich verzierten, goldgefassten Rahmen geschmückt. Doch den Blickfang des Raumes bildete die gigantische Skulptur eines altertümlichen Kriegers, die zwischen den beiden Treppenaufgängen den Eingang des Hauses zu bewachen schien. Die Kriegerskulptur hatte einen gewaltigen Bart, sein mächtiges Schwert in der geballten Rechten erhoben, bereit jeden auszulöschen, der unbefugt passieren wollte. Ehrfurchtsvoll staunten ihm unsere drei Kommilitonen von unten entgegen. Aber keine Angst, der tut euch nichts. Ihr seid ja meine Gäste. Doch ich vergaß, wie unhöflich von mir, darf ich euch etwas zu eurer Verköstigung anbieten? Gerne, gegen eine spritzige Brause ist nichts einzuwenden. Was denkt ihr, Matrosen? Und außerdem sollten wir das Ganze zünftig mit einem Joghurt feiern. Ja klar, ich denke schon die ganze Zeit, dass mein System einen Joghurt braucht. Ich auch. Mir fährt schon eine 47er Dampflok durch den Magen. Ganz vortrefflich gewählt, die jungen Herren. So sei es denn. Einmal Brause und Joghurt für meine Gäste. Philipp, avanti! Wenige Sekunden später erschien wie aus dem Nichts der Butler Philippe mit Getränken und Joghurts für das Team Europa. Die Jause kam den drei Jungs gerade recht. Wie immer schob Nick seinen Löffel heimlich in die Becher der anderen. So war er halt. Kaum hatten sie ihren Joghurt in einem kleinen Dinierzimmer heruntergelöffelt, da führte sie der Privatier persönlich durch seine äußerst bescheidene Villa. Große Vitrinen zeigten allerlei exotische Kunstgegenstände, von denen höchstens Lex ihren Wert oder ihre Funktion erahnen konnte. Aber auch einige archäologisch interessante Stücke befanden sich in den weiten Lustgängen und Prunkfluren. Das ist aber eine ganze Menge alter Kunst, Herr Privatier. Erstaunlich. Wissen Sie, ich baue gern Nützliches aus alten Dingen. Sie scheinen diese Leidenschaft zu teilen. Du sagst es. Kunst und Kultur, das waren schon immer meine großen Leidenschaften. Vor allem anderen aber hat das alte Babylonien es mir immer wieder angetan. Was war denn das? Was? Ach, das sind nur die Pfauen. Ich halte sie zu meiner Zerstreuung in Haus und Hof. Herr Privatier, wir haben uns noch gar nichts über die mächtige Skulptur, die den Eingang bewacht, erzählt. Ein altertümlicher Krieger, wie mir scheint. Ein alter Krieger? Mitnichten, Junge. Das ist Nebukadnezar II., König von Babylonien um 600 vor Christus.
Der bemerkenswerteste König seiner Zeit, ach, was rede ich, der größte König aller Zeiten, Mehre und Bauherr Babylons. Er war es, der den schiefen Turm zu Babel bauen ließ. Man sagt, seine Macht beruhe nicht nur auf seiner Schleue und legendärem Löwenmut, sondern auch auf drei mysteriösen Artefakten, die er immer bei sich trug, Tag und Nacht. Davon habe ich ja noch nie was gehört. Ja, kein Wunder, du hockst da auch immer den ganzen Tag am Computer. Hey, Matrosen, lass den Privatier doch mal ausreden. Die Legende erzählt vom heiligen Geschmeide des mächtigen Königs Nebukadnezar. Da war einmal die Kobrawinde, eine geschmiedete Halskette aus purem Gold, über und über mit vanadiumgrünen Smaragden besetzt. Außerdem sein Siegelring, Nachtbringer, Insignie seines Hauses, beste Schmiedearbeit aus Susa. Doch am wichtigsten und machtvollsten die eherne Königskrone, Diadem der Großen, gefertigt aus dem vergoldeten Gebein des linkischen Lammastur. Diese Gegenstände auf Leib und Haupt sollten nicht nur einfache, sondern verzauberte Schmuckstücke gewesen sein, die ihrem Träger unermessliche Macht gewährten. Sicker Buff! Total OP. Ob der wohl eine 49er D-Lok aufhalten könnte mit seiner Macht? Oh, die macht nämlich ganz schön Dampf auf der Schiene. Und weiß man, wo sich die Gegenstände jetzt befinden? Von vanadiumgrünen Smaragden habe ich noch nie etwas gehört. Die muss ich sehen. Uns wird wohl leider immer verborgen bleiben, was es genau damit auf sich hatte. Es war spät geworden. Das Team Europa trank noch eine Brause aus, dann verabschiedeten sie sich vom Privatier und schwangen sich auf die Drahtesel. Dieser winkte ihnen von der ausgeladenen, granitgefassten Veranda lange nach. An einem der Fenster zeichnete sich die Silhouette des Butlers Philippa ab. Es schien, als würde er den davonbrausenden Detektiven mit Argusaugen hinterherblicken. Diesen Abend ging Nick überglücklich ins Bett. Er hatte im Keller des Privatiers die größte Modelleisenbahn gesehen, die er sich je hätte erträumen können. In der Hand hielt er eine entzückende D-Lok der Baureihe 477 fest umklammert, die der Privatier sicher nicht vermissen wird. Schließlich hatte er zwei davon gehabt.